Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial hier bei Let's Multiplay und Space Engineers. Morten ist an meiner Seite. Guten Morgen. Guten Morgen, oder The Morten besser gesagt. Ja, ja. So. Du willst uns heute mal erklären, wie man so ein grundlegendes Schiff baut. Oder ein Schiff, genau. Baut, was halbwegs fliegt. Ja, genau. Also ich will hier tatsächlich nur die absolute Grundausstattung, also das, was man mindestens dranpacken muss an so ein Gerät, damit es funktioniert, damit es irgendwie fliegbar ist. So, der Rest ist quasi ausprobieren und testen. Sehr gut. Ja, also auch keine Designaspekte erstmal. Genau, keine Designaspekte, keine, was weiß ich, irgendwie damit kannst du so und so viel tragen oder so. Nein, einfach nur, was sind die absolut grundlegendsten Dinge, damit ihr ein Raumschiff bauen könnt, was halt fliegt. Hm. Andere Sachen, so wie Fahrzeuge oder so, können wir später nochmal machen. Weil erstmal ist es ja wichtig, dass man so ein Flugzeug hat. Genau, wir sind richtig. Jetzt gerade hier auf der Erde, das heißt, wir haben halt hier auch Schwerkraft, 1G. Es ist natürlich Space Engineers, das heißt normalerweise, oder daher kam das halt, diese Planeten, die sind halt erst später oder relativ vor kurzer Zeit geaddet worden. Das heißt, normalerweise hat man halt irgendwie im Weltall angefangen und da hast du halt 0G und keine Schwerkraft und da fliegt alles so durch die Gegend. Das heißt, da gab es dann halt hier diese hier. Achso, ich muss erstmal hier den Modus anmachen. So, da gab es nämlich diese Ionentriebwerke, so, oder auch kleines Triebwerk genannt. Ja. Das waren die ersten quasi. Die sind allerdings wenig effektiv, sag ich mal. Also die sind deutlich ineffektiver als die anderen, die ich euch jetzt gleich vorstelle. Das heißt, die lassen wir jetzt erstmal aus. Auf der Erde haben wir Atmosphäre. Deshalb könnt ihr auf der Erde, und solltet ihr, weil anders wird es nicht gehen, die Atmosphärentriebwerke benutzen. Ja, das sind einmal die hier schon dran sind. Das sind kleine. Die gibt es natürlich auch noch in groß, wenn ich sie finde. Da. Sehen dann so aus. Ja. Haben auch doppelte Leistung mindestens. Haben auch mindestens doppelte, genau. Also wie viel Leistung, wer, wie, wo, was hat, das könnt ihr später noch nachlesen oder ein bisschen warten. Wir werden dafür bald einen kleinen Rechner online stellen. Ah, ich bin gespannt auf den Rechner. Da freue ich mich schon drauf. So, auf jeden Fall, was ihr braucht bei einem Schiff. Also ein Schiff fängt halt immer mit so einem Fuß an. Den findet ihr, wenn ihr G drückt, unter Charakterwerkzeuge und dann könnt ihr entweder ein kleines Schiff oder ein großes Schiff auswählen. Dementsprechend habt ihr dann entweder einen kleinen Fuß oder halt einen ziemlich großen Fuß. Ja. So, mal wieder weg damit. Zack. Ich beziehe mich jetzt hier nur auf kleine Schiffe, aber das zählt halt für beide. Also egal, ob ihr ein großes oder ein kleines Schiff baut, das sind so die mindesten Dinge. Genau. Wir haben hier einmal ein Cockpit. Die gibt es für kleine Schiffe in zwei Geschmacksrichtungen. Einmal in Jäger-Cockpit, das ist dann hier. Ihr seht es jetzt, ich mache es nicht dran. Oder doch, ich mache es einmal dran. So. Das ist so ein Jäger-Cockpit, ist ganz cool. Hat aber, glaube ich, irgendwie ein oder zwei weniger Anschlüsse. Und dann irgendwie, huch, jetzt habe ich dich getötet. Ja. Ich weiß nicht wie, aber egal. Oder halt dieses ganz normale. Das ganz normale halt hier vorne ein Eingang für Dinge. Darauf komme ich später noch zu sprechen. Und hier hinten nochmal zwei. Da rechts und links. So. Dann braucht ihr in jedem Fall eine Energiequelle. Ob ihr das jetzt, wie ich hier, mit einem großen Reaktor macht oder mehrere kleine oder eine Batterie dran packt und Solarpanels und das Ding irgendwie am Tag aufladen lasst und irgendwie in der Nacht oder so, das ist jedem quasi so, ja, jeder wie er will quasi. Ich fahre am besten, indem ich einfach einen großen Reaktor nehme, weil der gibt halt genug Power ab für erstmal gefühlt egal, wie viele Thruster ich da dran mache. Und dann überlädt das Flugzeug nicht. So, dann braucht ihr hier ein Gyroskop. Das ist dafür da, damit ihr das Schiff überhaupt irgendwie vernünftig ansatzweise steuern könnt. Das mit WASD und den Pfeiltasten. Das zeigt dann den künstlichen Horizont an. Unter anderem. Das kommt dann auch noch dazu, genau. Das kommt auch noch dazu. So, und dann auch nicht verkehrt, überhaupt Triebwerke. So, warum sieht das hier so Kuddelmuddel aus? Wir haben hier Triebwerke in jede Richtung. Gut, ich habe jetzt in jede Richtung zwei Triebwerke, einfach der Symmetrie. Aber generell bräuchtet ihr, damit das Teil quasi in der Luft auch stehen bleiben könnte, egal wie ihr es gerade rumwendet, in jede Richtung ein Triebwerk. Habt ihr in irgendeine Richtung ein Triebwerk vergessen, ja, nach rechts, nach links, nach was weiß ich, dann
wird es auch schweben und es wird auch entsprechend irgendwie ja, navigierbar sein, aber deutlich schwerer. Also es ist dann wirklich so, es kommt dann nicht richtig zur Ruhe. Ich kann das gleich auch mal euch direkt zeigen. Aber jetzt steige ich hier erstmal in das Teil ein. So. Und lass das Ding mal fliegen. Ja, also du kannst übrigens auch die Taste P drücken, ne? Genau, also P, also wenn ihr seht, da, jetzt ist der Fuß gelb. Wenn ich P drücke, dann lockt der das. Also der hält euch dann echt am Boden fest oder woran ihr da auch immer dran gerade pappt. So, und wenn das grün ist, dann könnt ihr eben mit P auch wieder sagen, okay, entlocke, also entriegle. Und dann könnt ihr losfliegen. So, das heißt, ich habe jetzt hier den Grundaufbau. Ja, ich kann jetzt irgendwie hoch, runter, links, rechts. Ich kann vor, zurück, nach rechts, nach links, nach oben und nach unten. Ups, zu schnell. Nach unten geht immer rasend schnell. Ja, nach unten geht immer meistens, also auf der Erde zumindest, schneller als nach oben. So, und ihr seht, das Ding ist relativ, ja, also es wackelt nicht irgendwie rum. Keine Ahnung, es ist, ne, also egal was ich hier mache, irgendwie das bleibt genau so an Ort und Stelle. So, was passiert nämlich, wenn wir, versuche das Ding jetzt nochmal zu landen. So, wenn wir jetzt nämlich in eine Richtung, sage ich mal, was wäre denn relativ unnötig? Ich würde sagen nach links. Ah ne, nach unten. Naja, nach unten ist unnötig, aber es bringt nichts. Mach doch mal nach links weg einfach. Ja, ich nehme mal einfach die nach links und nach rechts weg. Ja. So. Ihr könnt das Schiff weiterhin nach links und rechts steuern, das ist kein Problem, aber ihr merkt schon da, dass das schwebt irgendwie davon und dann müsst ihr das immer so hin und her ausgleichen und keine Ahnung. Und wenn ihr irgendwie in einem Anflug seid auf, keine Ahnung, auf irgendwas und ihr wollt jetzt hier mal, ja, ihr merkt schon, also das ist so ein bisschen irgendwie, bisschen eiert tricky. So ein bisschen, ja, es ist wirklich tricky. Also ich habe es am Anfang immer so versucht, als ich das Spiel auch gerade erst angefangen habe zu spielen und auch selbst mal getestet habe, wie und was brauche ich denn. Und es ist katastrophal, es ist wirklich... Ihr werdet definitiv damit bei der zweiten oder dritten Landung crashen da. Also ich mache nichts und das Teil, das fliegt halt einfach, weil es gerade irgendwie nicht genau gerade ist oder keine Ahnung. Also es im Weltall ist es ja nicht das große Problem. Also im Weltall funktioniert es ja halbwegs. Nur auf der Erde mit Anziehung. Wobei im Weltall auch, wenn du da die Trägheitsdämpfer nicht anhast, dann wird das halt auch eine Katastrophe. Ne? Also Trägheitsdämpfer übrigens mit Z sind die Dinger, die dafür sorgen, dass euer Schiff automatisch an einer bestimmten Stelle versucht, zu bleiben, ja. Macht ihr die aus, macht das Schiff nichts von alleine, ja. Dann muss ich hier alles selbst machen, also hoch, runter, rechts, links, ja, genau, so. Du bist doch gerade schön irgendwo gegengeknallt, ja. Genau, ja. So, jetzt ist mein Reaktor schon kaputt und da seht ihr, ohne Energie läuft sowieso nichts, ja. So, also das sind wirklich die absoluten das ist die Minimalausstattung, die ihr haben solltet. Einmal, ein Gyroskop, ein Cockpit, Triebwerke in alle Richtungen. Und irgendwie eine Energiequelle, das wäre auf jeden Fall so. Ja. Das zählt übrigens für nahezu jedes Triebwerk, jedes Flugobjekt, also egal, was ihr da für Triebwerke dran macht. Ja, ich würde sogar so weit gehen, selbst bei Fahrzeugen Triebwerke anzumachen, weil zumindest wenn man Fahrzeuge auf dem Planeten bauen möchte. Ja, nicht unbedingt. Aber ja. Ja. Also man kann es machen, es ist halt eine Absicherung, eine zusätzliche. Ja, ja. Genau, also das war. Das war ein Flugzeug mit Atmosphärentriebwerken, ja, was ihr halt hauptsächlich natürlich nur da braucht, wo es Atmosphäre gibt. Das ist derzeit am meisten die Erde, ein bisschen der Mars. Ich glaube, einer oder zwei von den Monden, von den Planeten, hat auch noch so ein bisschen Atmosphäre. Aber es ist halt, je mehr Atmosphäre, desto besser. Ne? Also tendenziell einfach auf der Erde am besten geeignet. So, dann haben wir hier Hydrogentriebwerke. Dinger hier, wo bist du denn eigentlich? Ich komme, warte. Ich mache nur das andere Flugzeug nochmal schnell nochmal heile. Ach so, ja gut. genau, also die Hydrogentriebwerke, die sind tatsächlich für alles geeignet, ja? Also die könnt ihr innerhalb von der Atmosphäre benutzen, die könnt ihr innerhalb der Schwerelosigkeit benutzen, die sind überall super und vor allem, soweit ich das weiß, auch die leistungsstärksten von allen. Ja. Aber der große Unterschied ist, dass die eben nicht mit Strom laufen. Das sind die einzigen, die nicht mit Strom laufen. Ja. Also die Atmosphärentriebwerke und die ganz normalen Ionentriebwerke oder einfach nur Triebwerke hier in dem Spiel genannt, die laufen mit Strom. Die Hydrogentriebwerke laufen
nicht mit Strom, sondern eben mit, ja, Hydrogen. Welche Überraschung, ja. So, ja, welche Überraschung. Also, was und braucht ihr also für eine, ja, was? Ja, und da brauchst du natürlich dann auch in dem Zusammenhang auch gleich ein bisschen größeres Setup vom Schiff her. Genau, auf das wollte ich jetzt zu sprechen kommen. Also, die Minimalausstattung für ein Raumschiff mit Hydrogen-Triebwerken ist natürlich wieder ein Cockpit in irgendeiner Art. Hier reicht tatsächlich eine kleine Energiequelle. Ich habe hierfür einen kleinen Reaktor genommen. Gyroskop sowieso, habe ich ja erzählt. Das braucht ihr, um das Ding vernünftig steuern zu können. Und jetzt kommt das, was halt eben daran besonders ist. Ihr braucht einmal hier einen Sauerstoffgenerator. Ja, in den packt ihr Eis. Weiß nicht, komme ich da gerade dran? Ich kann noch irgendwas reinpacken. Hier ist eine kleine Öffnung von dem Ding. Oder auch nicht. Irgendwie komme ich da gerade nicht. Ich meine. Nein, ah, da habe ich da mit K. Genau, schmeiß mal Eis an. Was ist das denn jetzt? Ich habe einen Eisklumpen gedroppt. So. Achso, ja. Komme ich da überhaupt dran jetzt? Warte mal. Na. Ich komme nicht dran. Das ist? Das ist, Ja, genau, also im besten Fall habt ihr da noch irgendwas dazwischen, damit ihr besser an die Öffnung rankommt. Ah ja, gut, stimmt, du kannst auch über den Hydrogen. Ja, ah, ja, also, genau. Da ist halt auch wichtig, dass die beiden miteinander verknüpft sind. Genau, das sowieso. Also ihr habt einen Sauerstoffgenerator und da dran packt ihr einen Hydrogentank. So, und ihr seht schon hier da diese Anzahl. Das heißt, der Sauerstoffgenerator, der verwandelt das Eis in Hydrogen. Oder Hydrogen. Hydrogen. Ja. Wasserstoff. Ist doch Wasserstoff, nicht, dass ich mich jetzt lächerlich mache, nee, oder? Ist Wasserstoff, ja. Ach, ja. Gut. Genau. Ich musste aber auch kurz überlegen. Ja. Moment, ja. genau. Und der verwandelt das eben in Wasserstoff und lagert das hier in dem Tank. Und von diesem Tank aus, der hat nur ein paar Öffnungen, ja. Also hier an der Seite, da wo ich dieses Gedöns dran gemacht habe, und hier hinten eine ganz große. Da könnt ihr dann eben diese Hydrogentriebwerke dran machen, denn auch hier special, ihr müsst die verbinden, die Leitung. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal unter die Verbinderblöcke gehe, so, wollt ihr irgendwie, dass von hier oben ein Hydrogentriebwerk, jetzt muss ich mal eben hier kurz meine Leiste aufräumen, Hydro, da nehmen wir ein kleines, wollt ihr, dass das in diese Richtung zeigt, ja, dann müsst ihr das auch mit dem Tank verbinden. Ja, also so jetzt, ihr seht auch, da kommt keine Flamme raus, da passiert gar nichts. Das heißt, ihr müsst das mit so kleinen Verbinderelementen, zack, müsst ihr das verbinden, ansonsten läuft da gar nichts. Das ist halt auch anders als bei den strombetriebenen Triebwerken. Die könnt ihr einfach irgendwo, völlig egal wo, am Schiff anbringen. Hauptsache irgendwie, dass da, wo eben der Schub rauskommt, dass das nicht auf irgendwas anderes zeigt. Denn je nachdem, wie euer Server eingestellt ist, macht nämlich das, was hier hinten rauskommt, Schaden und kann euch dann entsprechend irgendwas am Schiff wegflexen, wenn da was in der Nähe ist. Ja, das ist gar nicht mal so unerheblicher Schaden. Ja. Ich hatte ja auch schon einige Schiffe, wo der Reaktor direkt hinter so einem Triebwerk dran hing. Und genau, also er ist losgeflogen und im Flug hat er quasi seinen Reaktor abgeschweißt und dann ist das Ding auseinandergeflogen. Ja. So, genau, und das braucht ihr im Prinzip, um eben so einen Hydrogentank, also eignet sich vielleicht eher für größere Space Shuttles oder irgendwie sowas, ja. Genau, so, und dann hier auch nochmal, und ihr merkt, das Ding hat halt schon deutlich mehr. Das geht schon ein bisschen ab wie Schmitzkatze. Das gerade. Geht schon echt ordentlich ab, also die Hydrogenteile, die haben echt Schub. Das Problem ist aber auch, die verbrauchen auch wie bekloppt, also man sieht das da. Also vorhin hatte ich noch zwei von diesen Strichen, jetzt habe ich nur noch einen. Ich glaube, wenn ich jetzt noch eine Kleinigkeit fliege, dann wirst du wahrscheinlich gleich abstürzen. Ja, genau. Ja. Also auch da kann man theoretisch ja nochmal mit der Schubüberbrückung arbeiten. Das wäre genau, also eine Möglichkeit. Genau, also überall, ihr könnt entweder die Triebwerke mit WASD ansteuern, ja, also A nach links, D nach rechts und so weiter und so fort, ist klar. Und mit C nach unten, mit Leertaste nach oben. Oder ihr könnt im Menü auch hier den Schub quasi direkt einstellen, wie viel Schub er geben soll. Welche habe ich jetzt gerade hier? Aufwärts. Ja, das heißt. Jetzt stürze ich erstmal ab gerade. Ja. Es gab einen schönen Knall, also vom Schiff ist nicht mehr viel übrig. Ja, vom Schiff. Hätte ich vielleicht nochmal eine Verteiler machen sollen. Na, ist egal.
Wenn ihr selbst irgendwie Fragen habt, wenn ihr, keine Ahnung, ihr habt jetzt schon ein, zwei unserer Videos vielleicht gesehen, denkt so, oh, geiles Spiel, aber ich habe es mir jetzt gekauft und ich kapiere hier gar nichts oder ich verstehe das und das nicht, könnt ihr mir da, stellt einfach eure Frage irgendwie in den Kommentaren und wir versuchen sie schnellstmöglichst zu beantworten. Vielleicht sogar mit einem Video. Ja, das in jedem Fall. Finde ich eine sehr gute Idee. Eine sehr gute Maßnahme. Ne? Genau. Schön. Was ich noch nie herausgefunden habe, ist, wie kann man denn hier winken eigentlich? Ja, das legst du dir, du drückst auf G, dann gehst du auf Charakteranimationen und dann wählst du Winken aus und dann legst du auf die Taste 9 und dann drückst du die 9. Ja, dann in dem Sinne, wa? Ja, auf Wiedersehen.